Elvira Gashi strandete vor fast 9 Monaten in der Nähe von Petsch. In Deutschland lebte die junge Mutter getrennt von ihrem Ex-Freund. Mit ihren 3- und 4-jährigen Kindern wurde sie vom Landkreis Wolfenbüttel nach 20 Jahren in Deutschland in den Kosovo abgeschoben. Um 3 Uhr morgens rückten am 4. Juni 2009 deutsche Ordnungskräfte an, überfallartig. Ihr blieb eine halbe Stunde, um für sich und die Kleinen zu packen. Die skandalöse Abschiebung sorgte tagelang für Schlagzeilen in Deutschland. Im Kosovo kämpft die 22-Jährige seither ums Überleben der kleinen Familie. Meine Räume sind halt so, dass ich hier keine Heizung habe, kein Fenster habe. Habe ich nun diesen kleinen Ofen da. Nur wenn jemand mir mal ein paar Brennholze leiht, mache ich es an. In Deutschland waren die Kinder im Kindergarten, hatten ihr Spielzeug. Hier haben sie nichts. Der 4-jährige Sohn Jaffa leidet an Bronchitis und Atemnot, doch einen Arzt kann Elvira nicht bezahlen. Hier braucht man ja für jede Kleinigkeit, wenn du zum Arzt musst, Geld. Ja, und dann lasse ich es. Und dann frage ich Nachbarn, ob die Hustensaft haben oder Zäpfchen. Manchmal schickt ihre Mutter, die in Deutschland bleiben durfte, ein bisschen Geld, doch es reicht nicht, um dem Elend zu entkommen. Die Zahl der abgeschobenen Roma-Familien steigt. Nach dem Krieg 1999 waren geduldete Familien wie die von Elvira Gashi vor einer Abschiebung geschützt, weil es für sie im Kosovo weder Sicherheit noch Perspektive gab. Doch seit der Unabhängigkeit des Landes gilt diese Regelung nicht mehr, allen Appellen von Menschenrechtsorganisationen zum Trotz. Auf unsere Anfrage antwortet das Bundesinnenministerium, Zitat: Nach der geltenden deutschen Rechtslage sind wirtschaftliche oder soziale Aspekte im Zielstaat nicht ausschlaggebend für die Frage der Rückführbarkeit einer Person. Am 14. Dezember 2009 landet Kutims Familie mit anderen Abgeschobenen auf dem Flughafen Pristina im Kosovo. Nach Jahrzehnten Aufenthalt in Deutschland. 2-mal pro Woche finden solche inoffiziellen Flüge statt. Ihre Ankunft ist auf keiner Tafel vermerkt. Deutschland ist 1,5 Flugstunden entfernt und Kutim verzweifelt. Das ist nicht mein Land. Ich kann hier nicht leben. Und mein Land ist in Deutschland. Ich bin da geboren. Und ich fühle mich richtig scheiße. Vor ein paar Wochen ist Kuitim 14 geworden. Mit seinen Freunden in Deutschland wollte er feiern. Hier hat er versucht, sich umzubringen. In dem erbärmlichen Quartier im Kosovo in der Nähe von Petsch haust der Junge mit 14 Menschen. Über Nacht wurde seine Familie aus Deutschland abgeschoben, nach fast 20 Jahren. Ein Albtraum für den Jungen. Hier kannst du gar nichts, hier kannst du nicht mal duschen, vernünftig deine Sachen oder so waschen. Hier gibt es nicht mal eine Waschmaschine und hier ist halt das Klo. Das ist richtig schrecklich hier. Dietrich Wollschläger kennt zahlreiche Fälle wie den von Kuitim und seiner Familie. Gegen den Grundsatz der Menschenwürde werde oft verstoßen, sagt der Rechtsanwalt. Um der drohenden Abschiebung zu entgehen, tauchen manche seiner Mandanten in Deutschland unter. Eine Abschiebepraxis, wie sie in Deutschland passiert, ist menschenverachtend. Es erinnert an schlimmste Zeiten, die wir in Deutschland durchgemacht haben. Die Abschiebepraxis ist mehr oder weniger perfekt. Sie läuft inkognito, sie läuft möglichst ohne Ansehung der Person, ohne Ansehung des Einzelschicksals. Die deutsche Bevölkerung soll da möglichst nicht mit konfrontiert werden. Sie kommen meist in den frühen Morgenstunden, Mitarbeiter der Ausländerbehörde, Polizeibeamte. Gegenwehr ist zwecklos. Die Familien müssen packen und werden zum Flughafen gebracht, so auch die Dalla-Scheiß. Die Polizei hat weitergeklingelt, so 3-4 Mal. Dann sind die irgendwie oben gekommen, haben irgendwie die Tür aufgemacht. Ich weiß es nicht genau wie. Danach kamen die irgendwie direkt zu mir an und zu meinem Bruder und zu meiner Mutter. Und ich stehe so auf und habe direkt geschrien und so, ne? Was ist denn jetzt los und so? Dann meinten die, ja, du hast eine Abschiebung bekommen. Aus der gefühlten Heimat Deutschland nach 19 Jahren ein letztes Dokument für eine einmalige Ausreise nach Pristina, Kosovo. Seither sind sie im Nirgendwo unterwegs.
Kurtim 14, sein Bruder Ibrahim 16. In Deutschland geboren und aufgewachsen, abgeschoben vom Kreis Borken. Die Mutter Servette Dalaschay ist herzkrank. Die Witwe hat bei ihrer Schwester Mevita und dem Schwager Unterschlupf gefunden. Die haben selbst 9 Kinder und selten etwas zu essen. Ein Topf Suppe für 14 Personen. Alle leben und schlafen in 2 winzigen Zimmern. Aber ich weiß nicht so, was machen. Ohne Arbeit, ohne gar nichts. Was soll ich machen? Kinder, gestern, ich wollte Schokolade essen. Ich hab gesagt, ich hab keine Mama. Glaubst du mir, hat Zucker gemacht, mit Wasser hat getrunken. Diese Kleine. Und was soll ich machen? Immer wieder fällt die Mutter in Ohnmacht. Eine ärztliche Versorgung wie in Deutschland hat die schwerkranke Frau im Kosovo nicht. Das ist also sehr, sehr schlecht für uns hier, weil meine Mutter schon in Deutschland da krank war und jetzt hier noch schlimmer. Bei den bettelarmen Verwandten bleiben können sie nicht, doch ohne Geld und Arbeit bleibt nur die Straße. Für Roma im Kosovo gibt es weder Wohnraum noch reguläre Arbeit. Vom sozialen Sicherungssystem oder ärztlicher Behandlung sind sie meist ausgeschlossen. Die kosovarische Regierung weiß, dass der Staat weder Mittel noch Strukturen hat, um die abgeschobenen Familien menschenwürdig aufzunehmen. Zugeben will das niemand. Das Land steht politisch unter Druck, sucht die Nähe zur EU. Zwischen Deutschland und dem Kosovo soll in Kürze ein sogenanntes Rückübernahmeabkommen unterzeichnet werden. Die Anzahl der Abschiebungen wird weiter steigen. Der Sozialminister appelliert an die moralische und finanzielle Verantwortung Deutschlands und Europas. Wenn wir ihnen kein Haus anbieten können, kein Job, keine sozialen Hilfen, dann sehe ich auch keine Lösung, sie hier anzusiedeln. Wir müssen ihnen etwas geben können, das sie an eine bessere Zukunft glauben lässt. Nicht nur abschieben und dann war's das. Wir geben der Familie Dalaschay Geld für den Bus und treffen sie am nächsten Tag in Pristina. Nur dort gibt es für einige der aus Deutschland abgeschobenen Familien minimale Hilfen für 6 Monate. URA, die Brücke, heißt ein Projekt, das der Bund und einige Bundesländer finanzieren. Die Mitarbeiter des Büros dürfen uns kein Interview geben. Familie Dalaschay bleibt hilflos. Ich habe 100 Euro bekommen, meine Mama 100 Euro. Mein kleinerer Bruder hat nichts bekommen. Das sind insgesamt 200 Euro und was kann man hier damit machen? Und während die Dalaschays immer mehr verzweifeln, landen weitere abgeschobene Familien in Pristina. Die kosovarische Regierung bringt Menschen, die im Land niemanden kennen, zunächst für 7 Tage in diesem Hotel unter. Danach müssen sie sehen, wie sie zurechtkommen. Doch abgesehen von der sozialen Misere, ohne Arbeit, ohne Krankenversicherung, gehören sie noch immer zur gefährdeten Minderheit im Kosovo. Roma werden weiterhin von der albanischen Mehrheitsbevölkerung ausgegrenzt. Sie gelten als Verräter, weil sie während des Bürgerkrieges mit den Serben häufig zusammengearbeitet haben. Sie haben schlimmste Verfolgungen zu befürchten, teilweise auch an einem eigenen Leib erleiden müssen. Polizei und sonstige Sicherheitskräfte stehen diesen Personen nicht bei. Das heißt, hier wird in der Öffentlichkeit von Seiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, aber auch natürlich von Seiten der Bundesregierung ein Idealbild gezeichnet, der Bevölkerung suggeriert, was tatsächlich nicht vorhanden ist und an der Wirklichkeit maßgeblich vorbeigeht. Wir machen uns auf den Weg nach Mitrovica. Im Norden der Stadt trafen wir vor 4 Jahren die aus Nordrhein-Westfalen abgeschobene Familie Jahirovic. Auf dem vergifteten Abraum einer Bleierzmine landeten sie aus dem Kreis Münster. Fatima war damals 19. Mit 6 Geschwistern strandete sie im bleiverseuchten Flüchtlingscamp Osterode. Die unbeschwerte Kinder- und Jugendzeit in Deutschland, nur noch schöne Erinnerung. Jeden Tag weht der tödliche Staub von der riesigen Abraumhalde. Viele Flüchtlinge hier starben, Kinder kommen behindert zur Welt. Alle Bewohner müssten dringend entgiftet werden. Nach 4 Jahren und einigen Fluchtversuchen lebt Fatima immer noch hier. Inzwischen hat sie einen kleinen Sohn, Florim, 11 Monate. Hochschwanger versuchte sie zuletzt mit ihrem Freund, dem Elend im Kosovo, zu entkommen.
In Ungarn wurden sie geschnappt, aus der Traum. Was denkst du über die Abschiebung heute, 4 Jahre danach? Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt noch viel schlimmer ist. Viel, viel schlimmer. Jetzt muss ich mir noch Gedanken um mein Kind machen. Guck mal, wie ich hier lebe. So habe ich in Deutschland nicht gelebt. Das ist so schlimm. Für abends haben wir gar keinen Strom. Nachts geht Wasser ganz weg. Nein, wie badest du das Kind? Oh, ich gehe oben, also ich laufe bis zum nächsten Hochhaus und dann tue ich da warmes Wasser holen aus dem Boiler und dann wasche ich den Kleinen. Hier? Ja, in einer Wanne. Dass der kleine Florim krank werden könnte, ist Fatimas größte Sorge. Sie selbst leidet unter Kopf- und Magenschmerzen, wie fast alle Bewohner in diesem Roma-Flüchtlingslager. Die UN errichtete solche Camps 1999 auf vergiftetem Abraum. Ein Provisorium sollte das sein. 10 Jahre und viele Todesfälle später existiert es immer noch. Auch Fatimas Bruder Turkian muss hier seit Jahren leben. Seine Tochter ist wenige Wochen alt. In Deutschland hatte er eine Lehrstelle, eine Zukunft. Doch dann kam die Abschiebung. Du kannst hier nicht leben, weil wir keine Arbeit haben. Also ich kann nicht in so einer Hütte hier leben mit kleines Kind. Also das Baby kann hier nicht so leben. Und vor allem nur meine Familie auch. Also mein Vater ist krank, meine Mutter ist krank. Ich würde alles machen, dass ich aus Kosovo rauskomme. Auch Turkians Fluchtversuche scheiterten bisher. Er wird es wieder versuchen, wie so viele. Im Südteil von Mitrovica hat man in dem nach dem Krieg zerstörten Roma-Viertel einige Häuser wieder aufgebaut. Arbeit gibt es kaum und die Angst vor Übergriffen bleibt. Doch einige Roma-Familien aus den verseuchten Flüchtlingscamps wohnen inzwischen wieder hier im alten Stadtteil. There is Mercy Corps who is organizing return in Roma Mahalla. Es gibt einige Organisationen, die hier helfen. Und es gibt auch Pläne, die verseuchten Camps zu schließen. Aber selbst wenn die Umsiedlung in das alte Viertel stattfindet, weiß ich nicht, wie die medizinische Behandlung aussehen soll. Denn eine Entgiftung ist das, was die Menschen hier dringend brauchen. Zurück in Pec. Ibrahim und Kutim sind in die Stadt gefahren. Den Kontakt nach Deutschland zu halten, ist teuer und schwierig für die mittellosen Jungen. Für ein paar Momente die Verzweiflung teilen mit den fassungslosen Freunden und Verwandten in Deutschland. Ja, scheiße. Ich habe schon die Sachen seit einer Woche an und so. Ja, hier kannst du die nicht mehr waschen und so. Ja, Ausländerbehörde hat uns hierhin geschickt. Abschiebung halt. Ja, weiß ich nicht. Ja. Nee, die haben uns gar nichts geholfen. Noch gar nichts. Kein Essen, kein Trinken, keine Gase, nichts. Und wie die Brüder Dalaschai fühlt sich auch Elvira Gashi mit ihren beiden Kindern von aller Welt verlassen. Wochen, Monate, Jahre nach der Abschiebung hoffen alle nur auf eines, wieder von hier fortzugehen. Also für mich ist hier richtig katastrophal. Ich kann das irgendwie nicht glauben, dass mein Leben so weitergehen kann. Ich habe keine Zukunft. Ich hoffe Tag für Tag, dass wir eines Tages raus können. Egal wo, ich würde überall hingehen, außer ins Kosovo nicht. Mhm.